Ja, dann will ich auch gar nicht große Worte machen, sondern gleich unsere Telemedizin-Experten nach vorne rufen. Und zwar, Sie haben ja eine hervorragende Vorlage geliefert, Herr Ehm. Es ist in der Tat ja so, dass letztlich Nutzen überzeugt und die Technik muss das eben bringen. Und wir wollen ja nicht hier uns mit technischen Details beschäftigen, sondern wir wollen gucken, was man mit telemedizinischen Innovationen wirklich im Sinne der Versorgung, bitte kommen Sie nach vorne, bewerkstelligen kann. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt ein sehr eloquentes und weiterführendes Beispiel aus der Schlafmedizin Ihnen hier unter dem Motto "Packen wir es an" zeigen können. Und ich würde aber gerne auch durchaus Sie ermuntern, durchaus auch mal mit dem Für und Wider einzusteigen. Natürlich sind wir von der Grundhaltung alle begeistert, aber man kann ja in aller Regel besser überzeugen, wenn man auch weiß, was es für vielleicht mögliche Kritik oder auch Risiken gibt oder Vorbehalte oder was auch immer. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man bei solchen Technologien, die eben, wie wir sie gleich kennenlernen werden, zu Hause zur Anwendung kommen und die wir teilweise alle hier mit so schönen gelben Armbändern, habe ich mir nicht selber ausgesucht, an der Hand haben, dass da vielleicht auch zum Beispiel eine ungesteuerte Datenflut oder Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen mit verbunden ist oder auch Unsicherheiten, wie ich die Daten zu interpretieren habe. Und möglicherweise geben wir ja auch, jetzt um mal ein Schlagwort zu verwenden, unser Gefühl und unsere Kompetenz für unseren eigenen Körper an diese wunderbaren Hilfsmittel, auf die auch ich nicht mehr verzichten möchte, ab. Das wäre ja auch nicht im Sinne, aber ich möchte jetzt gar nicht weiter noch ins Philosophieren kommen, sondern bitte stellen Sie doch mal Ihr Beispiel aus der Schlafapnoe vor. Wunderbar, vielen Dank. Also wir dürfen uns erstmal vorstellen, Christoph Schöbel ist mein Name. Ich habe die Professur für Schlaf- und Telemedizin an der Uniklinik in Essen, der Ruhrland-Klinik. Das ist das Lungenzentrum am Uniklinikum Essen inne und darf Ihnen heute einen Use Case vorstellen. Ich muss bloß gucken, wo ich mich vielleicht hinstelle, dass Sie es besser sehen. Habe auch einen Patienten mitgebracht, dass Sie auch wirklich mal einen richtigen Patienten sehen, Gianmarco Morlio. Und im Endeffekt ist Herr Morlio zu uns gekommen, weil er die typischen Symptome einer nicht erkannten Schlafapnoe bemerkt hat. Gucken Sie sich ihn an. Ja, er ist jetzt nicht der typische Schlafapnoiker, wie man ihn sich aus dem Bilderbuch vorstellt. Das sind ja eher so die etwas beleibteren Männer über 50. Man muss aber ganz klar sagen, dass Schlafapnoe eine der häufigsten körperlichen Schlafstörungen ist. 30-40% der über 45-jährigen Männer haben das. Auch ich habe eine mittelgradige Schlafapnoe. Die Frauen holen uns auf, wenn sie in die Menopause kommen. Aber vielleicht, Gianmarco, erzählst du ganz kurz, wie es eigentlich losging bei dir. Also bei mir ging es los. Ich habe langsam gemerkt, dass ich, wenn ich geschlafen habe nach dem Aufstehen, dass ich immer nicht wach war. Ich war immer noch müde. Ich habe immer noch gemerkt, oh, du bist immer noch schläfrig. Meine Partnerin sagte auch oft zu mir, du schnarchst und hast auch Aussetzer dabei. Und habe dann irgendwann für die Nacht dann auch meine Smartwatch mit reingebracht dann. Und so fing das Ganze bei mir an, denn irgendwann meldete auch die Smartwatch bei mir, dass ich halt Aussetzer habe, Schlafaussetzer habe und dass auch meine Sauerstoffsättigung halt runtergeht. Genau. Da muss man sagen, das ist passiert ehrlich gesagt gar nicht so selten. Wir sind die einzige schlafmedizinische Hochschulambulanz in ganz Nordrhein-Westfalen. Schlafmedizin, ganz ehrlich, junge Disziplin in der Wissenschaft, können ziemlich viele Fachärzte als Zusatzweiterbildung bei der Ärztekammer machen. Und man muss ganz klar sagen, wenn man sich anguckt, ein Drittel der Lebenszeit ist Schlafzeit. Was denken Sie, wie viel hört ein Humanmedizin-Studierender in Essen, da darf ich den Lehrplan verantworten, in 12 Semestern über Schlaf? Eine 45-minütige Vorlesung. Das war's. Wenn Sie da gefehlt haben, dann wissen Sie mit Schlaf gar nichts anzufangen. Auch egal, was Sie für einen Facharzt, was für eine Fachärztin Sie später sind. Und wir sind aktuell in der Tat konfrontiert, schön, dass du es angesprochen hast, mit Patientinnen und Patienten, die kommen mit ihren Trackern, ja, mit ihren Schlaftrackern, die mir hier angeblich widerspiegeln, wie viel Leicht-, Tief- und Traumschlaf man hat und erzählen einem, ich schlafe schlecht. Dann fragen Sie, warum? Der Tracker sagt mir, ich habe keinen Tiefschlaf, ich habe gegoogelt, wenn ich keinen Tiefschlaf habe, sterbe ich zeitiger, kriege eher eine Demenz und einen Herzinfarkt.
Dann fragen Sie, okay, schlafen Sie denn subjektiv schlechter? Nö, alles prima, aber der Tracker sagt mir, es ist nicht prima. Da muss man jetzt ganz klar sagen, ja, die Tracker können Schlaf messen und können einen Hinweis liefern. Gianmarco hat das in der Tat mitbekommen. Die Dinger können ja den Sauerstoffabfall aufgrund von Atemaussetzern im Schlaf messen, aber das können sie nicht zuverlässig tun. Warum? Weil aktuell die Kapazitäten der Batterie nicht ausreicht, das so häufig zu messen, dass sie wirklich jeden Atemaussetzer mitkriegen. Die Dinger messen einmal in der Minute, wenn es hochkommt, den Sauerstoffgehalt. Aber das wird das neue Medizinprodukt sein. Ich komme selbst aus der Kardiologie. Erst damals die Apple Watch aufkam mit der EKG-Funktion, haben alle Kardiologen gelacht. Mittlerweile ist es Medizinprodukt und wir wenden es zur Vorhofflimmer-Diagnostik. Wie es bei dir weiterging, letztlich, wir müssen natürlich dem Patienten sagen, es ist kein Medizinprodukt, wir können uns nicht darauf verlassen. Deswegen wurde eine Videosprechstunde mit dem Hausarzt durchgeführt oder ihr habt es gemacht. Ja. Und der Facharzt, ärztliche Kollege hat genau das Richtige gemacht. Er hat letztlich einen Fragebogen genommen, um abzufragen, wie sehen denn die Symptome aus, passen die zu einer Schlafapnoe? Sie sehen das hier, wonach gefragt wird, das gehe ich jetzt gar nicht alles durch. Er hatte hier 5 Punkte auf dieser Skala, können Sie gern für sich durchgehen. Jeder, der mehr, größer, gleich 3 Punkte hat, hat ein 50-prozentiges Risiko, eine Schlafapnoe zu haben. Ich lasse es noch ein bisschen stehen. Er hatte 5 Punkte gehabt und damit ein erhöhtes Risiko für eine Schlafapnoe. Heißt, so jemand sollte weiter untersucht werden mit einem etablierten Medizinprodukt. Und dieses etablierte Medizinprodukt ist letztlich eine kleine nächtliche Atemmessung, die mir zeigen soll, schnarcht derjenige und geht das wirklich mit Atemaussetzern einher. Sie sehen hier nochmal, wie es zu dieser Schlafapnoe kommt. Es kommt zum Kollaps der oberen Atemwege zwischen Zäpfchen und Kehlkopf. Und dieses kleine Messgerät, das soll messen, ob wirklich eine Schlafapnoe vorliegt. Denn wenn diese vorliegt, muss man ganz klar sagen, beeinflusst die nicht kurzfristig nur die Erholungsfunktion des Schlafes, sondern kann mittel- bis langfristig das Risiko von Folgeerkrankungen erhöhen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Diabetes, Demenz, will keiner haben. Deswegen geht es hier in der Tat um vorbeugende Maßnahmen. Wenn ein Verdacht besteht, wie es bei Herrn Morleo war, dann gibt es ein kleines Messgerät nach Hause. Dieses kleine Messgerät sehen Sie hier. Das ist sozusagen eine kleine Atemmessung, die für eine Nacht zu Hause getragen wird. Die wird von einem Facharzt ausgegeben. Leider lange Wartezeiten, Wochen bis Monate im Rahmen des Innovationsfondsprojekts Sleepwell, wo auch die TK NRW und Frau Steffens dabei ist, können wir dieses Gerät dem Patienten nach Hause schicken. Die müssen gar nicht warten. Die kriegen es einfach nach Hause geschickt, legen sich es um, schicken es wieder weg. Und wir können dann cloudbasiert auf die Daten zugreifen und sagen, Mensch, steckt da eine Schlafapnoe dahinter oder nicht? Und bei dir kam in der Tat raus, dass hier viele, viele Atemaussetzer da sind. Das heißt, du hast das Gerät nach Hause bekommen, hast es getragen, am nächsten Tag wieder weggeschickt. Das war problemlos. Problemlos, auf jeden Fall. Ging ganz schnell für mich. Wunderbar, klasse. Wir können dann auf die Daten zugreifen. Ich zeige Ihnen das. Selbst wenn Sie jetzt keine versierten Schlafmediziner sind, sehen Sie hier die grünen Zacken. Das sind 3 Atemzüge und dann kommen die Atemaussetzer, die lange schwarze Linie. Dann kommen wieder 3 Atemzüge und Sie sehen, das wechselt sich fröhlich ab. 33 Sekunden Atempause, 3 Atemzüge, 31 Sekunden Atempause, 3 Atemzüge, 38 Sekunden Atempause und dann ein paar Atemzüge wieder. Niemand wird daran ersticken, allerdings stresst das natürlich den Körper, kann man sich gut vorstellen. Die leitliniengerechte Therapie, gucken Sie es an, sexy ist anders, weiß ich selbst, ist aber die Überdrucktherapie. Zur Nacht eine Maske, die durch Druckluft letztlich die Atemwege im Halsbereich aufhält, Wirkprinzip sehr einfach, ähnlich wie es einen Plattenfahrradreifen mit Druckluft aufpumpen. Und diese Therapie ist auch bei Gianmarco indiziert gewesen, wird aber in Deutschland aktuell nur in einem Schlaflabor eingeleitet. Ich bin selbst im Vorstand von der Fachgesellschaft. Das ist drumherum um Deutschland in anderen europäischen Ländern völlig anders. Dafür nutzt man nämlich Telemedizin der Therapiegeräte. Die senden nach jeder Nacht die Daten uns zu. Und wir können erkennen, ist die Maske dicht, hat er noch Atemaussetzer, reicht der Druck aus, um ihm die Atemwege aufzuhalten. In Deutschland ist das gar nicht möglich. Warum? Das wird nicht bezahlt. Was wird bezahlt? Die Schlaflabormessung wird bezahlt. Und deswegen hätte Gianmarco, wie lange hättest du warten müssen im Schlaflabor? Bis zu 24 Monate. Bis zu 24 Monate auf ein leeres Bett im Schlaflabor.
Ja? Das sind in der Tat die Wartezeiten. Wir reden aktuell von 7 bis 24 Monaten. Schlaflabore machen häufig zu, weil die Betten für was anderes verwendet werden. Kliniken kriegen es nicht mehr bezahlt. Das geht in den ambulanten Bereich, was völlig in Ordnung ist. Aber die Niederlassungen können das sozusagen auch nicht vollständig abdecken, weil sie sozusagen für jede Schlaflabormessung weniger Patienten in der Ambulanz, in der Sprechstunde sehen dürfen. Wir haben das aber im Rahmen des Innovationsfondsprojekts gemacht, haben dir das Therapiegerät nach Hause geschickt und haben sozusagen die Daten regelmäßig von dir angeguckt, um zu gucken, ja, wie du klarkommst. Wie hat denn das funktioniert? Super, ging recht schnell. Ich habe es nach Hause gekriegt, habe es sofort anwenden können, weil es einfach anwenderfreundlich ist, das ganze Gerät. Es war auch für mich eingestellt. Man kann sich über eine App oder über die Internetseite so ein kleines Tutorial anschauen, wie man die Maske richtig aufsetzen soll oder kann. Ist aber einfach erklärt, wenn man die Maske sieht. Also man kann die selbst, sobald man die Maske sieht, weiß man auch, wie man die aufsetzen muss. Man macht das Gerät an und es geht eigentlich sofort los für einen. Die Daten werden automatisch übertragen über Funkfrequenzen. Da dürfen Sie aber nicht vorstellen, dass wir nur die Stasi der Patienten sind und ständig reingucken, ob der Patient das nutzt, ob die Maske dicht ist oder ob dort noch Atemstörungen zu sehen sind, sondern der Patient kriegt eine Rückmeldung. Es gibt eine patienteneigene App, wo ihm letztlich wiedergespiegelt wird, ein Feedback gegeben wird über die Nacht, war das gut oder war das nicht gut. Gamification wird dafür genutzt, damit man dem Patienten das auch bildlich letztlich zurückmelden kann, ob das gut funktioniert oder nicht. Denn der Patient soll ja im besten Falle die Therapie verpennen. So sieht es aus, was wir geschickt bekommen. Da sehen Sie hier, jeder Balken entspricht einer Nacht. Sie sehen, rote Balken heißt, das nutzt er noch nicht ausreichend. Und gerade in der Eingewöhnungsphase ist es so, man muss sich erst mal dran gewöhnen. Ja, es ist von der Natur nicht vorgesehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir können Telemedizin hier nicht nur nutzen, um zu gucken, kommt der klar oder nicht. Können wir hier Probleme lösen, indem wir die Maske verbessern, die Druckwerte anpassen, sondern wir erkennen auch eher, wann Patienten damit abbrechen. Das Patientenabbrechen ist völlig normal. Wir können aber durch die Telemedizin die Therapieabbruchrate wahrscheinlich halbieren. Neue französische Daten zeigen, dass nach 3 Jahren noch nicht mehr erst mal 50% der Leute bei der Maske sind, wenn sie denen das einfach nach Hause geben. Das ist viel zu viel Ressourcenverschwendung, die reingeflossen sind dafür, dass nach 3 Jahren 50% das Ding nicht mehr nutzen. Mittlerweile gibt es eine Zahnschiene, eine Unterkieferschiene, die den Unterkiefer leicht nach vorne holt als Alternativmaßnahme, die auch von den Kassen übernommen wird, wenn der Patient mit der Überdrucktherapie nicht klarkommt. Und deswegen geht es natürlich darum, hier die Adhärenz zu steigern. So sieht das der Patient, dass Sie auch nochmal einen Eindruck bekommen, was auf der App zurückgemeldet wird. Da gibt es einen Punktewert und anhand dieses Punktewertes sieht der Patient, ist er gut unterwegs, kann er noch was verbessern, kann er über Tutorials, wie du es gerade gesagt hast, die Therapie noch optimaler gestalten. In der Videosprechstunde über den Therapieverlauf, vielleicht kannst du selbst mal berichten, was sich verändert hat nach der Therapieeinleitung. Ja, also ich bin wieder wacher, fitter. Wenn ich aufstehe, bin ich auf jeden Fall ausgeschlafen. Ich kriege alles auch gescheiter jetzt irgendwie mehr hin. Also wir sagen mal so, ich kriege alles wahr. Vorher habe ich alles so in der Watte gepackt, in der Wolke gesehen. Für mich war es sehr schwierig, im Alltag irgendwie zurechtzukommen überhaupt. Und jetzt geht's wieder. Jawohl. Kommen auch schon zum Schluss. Das heißt, Vorteile eines digital unterstützten Patientenpfades sehen Sie zumindest an diesem Fallbeispiel, dass nicht nur Wartezeiten reduziert werden konnten, sondern der Patient zeitnah die für ihn notwendige Therapie bekommen hat. Blutdruckeinstellung hat sich auch bei dir verbessert. Sind wir sehr froh und damit danken wir für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.